Dankeschön. Ist noch irgendwas hier? Auf dieser Insel? Lies die Inschrift im Tempel von Helios? Ist aber weit weg. Da war noch was. Ja. Untersuche Heras Thron. Ach, das ist das hammermäßige Baby. Das ist das hammermäßige Baby. Wo ist denn das jetzt so in der... Ach, da oben dann. Naja, gut, wir machen aber erstmal die Schmiede, oder? Und ich teleportiere mich da jetzt hin. Das ist, glaube ich, wesentlich intelligenter. Da finden wir einfach so ein Nebenquest-Versteckding. Ich weiß, müssen nicht, aber... Mann, Alter, ist gut. Danke, du hast uns jetzt irgendwie die ganze Zeit getroffen. Mann, jo. Aber die geben trotzdem so viel blaues Zeug. Ich wollte mal gucken. Weil letztes Mal, als wir nämlich einen hohen Kombo hatten, haben wir nämlich von den beiden 888 bekommen. Aber die scheinen wirklich so viele blaue Kristalle zu geben. Der scheint wirklich so unsagbar viele blaue Kristalle zu geben. Wir auch mal essen. Wir haben so viel Heilung. Aber dann müssen wir auf jeden Fall mal dieses hammermäßige Baby-Ding machen. Aber erstmal machen wir die Schmiede der Götter entfachen. Damit haben wir gleich zwei Aufgaben erledigt dann. Darf ich jetzt hier rein? Ich darf hier rein. Ich hab's begriffen. Ich hab's quasi begriffen. Hi. Wollen wir zusammenschieben? Nee? Okay. Kann das sein, dass wir hier das Feuer entzünden müssen? Also hier so unten, da oben und so. Ich will nur ganz kurz mal abwarten. Ja. Der offen sein, ja. Damn it, das war getroffen. Und das könnte ein Hammer sein. Hephaistos hat den mächtigsten Hammer, den es je gab. Nein, ehrlich jetzt? Oh, jetzt komme ich mir doof vor.
Achso, das ist die Schmied. Ah, das ist die Schmied. Ah. Muss ich. Oh. Kann das sein, dass das Reihenfolge ist? Axt? Hörnchen? Und Zeugs. Okay, Axt. Axt. Hörnchen. Und Zeugs. Cooler Schuss. Ach, ich bin der Beste. Das zählte. Das, ich denke, das ist die Schmiede. Und das passt zu der Statue draußen. Das scheinen doch Hinweise zu sein. Ja, aber die versteht doch keiner. Sprich mit Hephaistos. Aber die an... Kann ich jetzt... Nee. Aber den anderen Quest kann ich jetzt aber auch nicht machen. Okay. Okay, okay, okay. Ich ignoriere mal erstmal noch den anderen Quest, weil... Wir wissen ja eh nicht, wie es geht. Oh, wie feist das? Mein nächstes Werk wird Schnee sein. Aber eingesperrt. Ich könnte es Schlechtwetterkugel nennen. Oder Schneeblase. Nein, aber so ähnlich. Wer ist mit Schneekugel? Hephaistos, du bist da. Es war, als würde die Schmiede mich rufen. Ich musste folgen. Wo wir davon sprechen. Ich habe Luftschächte freigelegt, Feuer entzündet, Wasserräder in Gang gesetzt und sogar seltsame Glyphen freigeschaltet, aber nichts ist passiert. Nun, ich habe mit meinen Händen gesprochen, wie man das so macht, und sie sagen, dass sie der Schlüssel sind. Sie müssen etwas berühren. Endlich was für mich. Zeus. Diese Stätte ist uralt. Du sollst die Schmiede ganz allein erbaut haben. Ich? Aber es ist so dreckig hier. Und die Beleuchtung. Wir wissen nicht, was dann passiert. Meine Güte, Menschlein. Wie fleißig du bist! Eine Schande, deine Kraft so ans Mittelmaß zu verschwenden! Hinter dem entstellten Gott liegt eine Jauchetobe und vor ihm das reinigende Feuer der Schmiede! Wende dich ab! Lass ihn in den Flammen verbrennen! Potenzial wird von deiner Dummheit übertroffen. Schade, dann muss ich wohl für Gleichgewicht sorgen. Du willst also auf die Fresse. Hast du das? Ich hau dir so die Hucke breit. Ich mach dich fertig.
Ich mach dich so fertig, ey. Easy. Nur 74 rote, ne? Schleppender Automatenstellvertreter. Ja, war easy. Das ist noch ein Hebel. Glimmernde Schwinge des Zeus. Anjo. Dir geht's gut. Was ist das? Dieser Schmerz in diesen Zeichen? Traum? Nein? Wahre Kunst. Du wolltest uns wahrscheinlich eine Nachricht hinterlassen. Ich? Wie eklektisch von mir. Dein vergangenes Ich hinterließ wohl Hinweise, damit du dich erinnerst. Etwas, das Typhon nicht erkennt. Kannst du irgendwas davon lesen? Da fehlt etwas. Hephaistos, du Genie! Ja, da fehlt ein Teil. Wo habe ich das nochmal? Das ist nicht deine Unterschrift, Hephaistos, sondern der Rest des Rätsels. Hammer, Schmiedefeuer, Statue und die Büchse. Weißt du vielleicht, was das hier ist? Scheinbar nicht. Natürlich wusste er es nicht. Aber was sie dort vor sich sahen, war die Büchse der Pandora. Fängst du schon wieder damit an? Du hast den Sterblichen das Feuer gebracht. Dafür wurdest du an den Felsen gekettet. Ihre gerechte Strafe war die Büchse. Also zwingst du deinen Sohn Hephaistos, ein Gefäß zu schmieden, das jedes Übel der Welt auf sie loslassen kann? Ist das etwa gerecht? Hephaistos ist dem gern gefolgt. Er wusste, was er tat. Er tat, was ihm befohlen wurde, nachdem du ihn sein Leben lang gequält hattest. Sprich nicht über meinen Sohn! Pandora handelte mit unschuldiger Neugier, als sie die Büchse öffnete. Du mit böser Verachtung. Ich warnte sie und sieh, was geschah. Die Sterblichen zerfleischten und schändeten ihre Welt untereinander. Die Warnung war wohl nicht genug. Nun ist es vorbei. Sie sind Stein und die Büchse der Pandora war der Anfang vom Ende. Also, zuerst brauchen wir einen Hammer. Okay. Woher hast du... Vergiss es. Ich glaube, dein vergangenes Ich will, dass wir den Hammer mit der Macht des Schmiedefeuers aufladen und dann hier durchbrechen. Das passt zu mir. Lese ich das richtig, ist deine Essenz darunter. Aber da ist noch mehr. Ich habe dir gesagt, was das ist. Eine Büchse? Nein, also ja, aber außerdem befand sich darin einmal jede vorstellbare Art des Leids. Genug Leid, um die Welt zu füllen. Und du hast gelitten, Hephaistos. Sehr. Aus dem Olymp verbannt. Verstoßen. Allein. Egal wie großzügig du warst, wie schwer du gearbeitet hast. Jeder Gott lehnte dich ab. Nur weil du anders warst. Diese Büchse ist der letzte Hinweis. Ich glaube, dass Typhon dein Leid gestohlen hat. Und damit auch deine Erinnerung. Um also meine Erinnerungen und mein Talent zurückzubekommen. Musst du den Schmerz fühlen, der weggeschlossen wurde? Mach! Hammer des Hephaistos, Büchse des Pandoras. Der andere Quest jetzt auch fertig? Ein Durchbruch? Entfache... Also, repariere die Rüstung. Ah, cool, können wir jetzt sogar machen. Als sich Phoenix der Schmiede näherte, glaubte sie, nicht allein zu sein. Hi. Hey. Na dann. Oh, der legendäre Unhold. Oh. Ja,
Das ist echt nervig. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ein bisschen nervig. Ich schieße jetzt einfach. Ich lasse den jetzt erstmal ein bisschen zu mir kommen. Höherer Kombo. Ja. 113. Neuer Kombo-Rekord. Ich liebe das all langsam. Ich finde das schön mit unserem Set, was wir hier anhaben. Okay. Können wir jetzt Phosphor der entflammten Liebe. Oh, das will ich jetzt aber mal nachgucken. Entflammt und Liebe geht immer. Also hier haben wir noch ein neues Dingster-Dingster-Bumster. Das passt sogar noch besser. Du, die nehmen wir jetzt. Die sieht sogar noch cooler aus. Phosphor der entflammten Liebe. Lebe. Friert bei Treffern mit dem Phosphorangriff Gegner 5 Sekunden lang ein. Es geht sowieso nichts über die Explosion da. Gut. Dann können wir das wohl jetzt erstmal schmieden, interagieren. Nachdem die stolzen Spartoi besiegt waren, konnte sich Phoenix daran machen, die Rüstung zu reparieren. Das war's? Ein Hammerschlag? Von mir aus. Neue Optik, Kriegspelz. Wow. Die Rüstung strahlte. Wow. Nicht sehr kleidsam, aber es wird gehen. Toll. Nicht mal mehr eine neue Rüstung. Oh, wir können also jetzt hier auch so. Oh, cool, mehr Tränke. Mehr Pfeile. Guck mal, wie viel Blau wir haben. Wir haben voll wenig Blau. Wir brauchen 16.400 und wir haben... Oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich aber ein bisschen schockiert. Ich dachte, wir hätten voll viel Blau. Wir haben irgendwie kaum Blau. Naja, gut. Okay, erfülle Phaistos Hammer mit im oberen Teil der Schmiede mit der Macht der ewigen Flamme. Ja... Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt erstmal machen möchte. Wir machen das da jetzt. Ich weiß, das ist hin und her gedödelt, aber ich will das da jetzt machen. Ich weiß nicht, ob das nachher irgendwie weggeht oder sowas, wenn wir Hephaistos in unserer... Wenn wir seine Essenz haben und alles. Deswegen, ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher und mache das so. Das ist, glaube ich, ein bisschen geschickter. Deswegen, ich weiß nicht, ob der nachher irgendwann weggeht oder so. Weiß ich nicht. Gehe ich lieber auf Nummer sicher und dann machen wir das so. Ist ja auch egal, mit was wir jetzt als nächstes machen. Ja, das wird aber ein Flug. Vielleicht treffen wir ja sogar noch irgendetwas Lustiges. Irgendwelche Stellvertreter brauchen wir noch. Mitgenommen. Wir müssen ja immer noch Stellvertreteraufgabe machen. So. Hi. Thank you.
trotzdem einsammeln. So, Feierabend. Hey! Feierabend, da ist auch noch einer und zappelt. Ach so, hier waren wir schon mal.